ihr habt Bock auf einen richtig geilen Film-Noir-Streifen der Neuzeit oder ihr habt Bock auf ein geiles Mediabuch zu diesem jeweiligen Film, den ihr in der Überschrift gesehen habt, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran, denn das könnte euch interessieren. Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Matthias und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights, dem Kanal, auf dem ihr alle möglichen coolen Reviews über Mediabooks, Steelbooks, Sammlereditionen etc. plus noch alles mögliche andere rund um das Thema Heimkino seht. Ja, wir schauen als allererstes mal, was hat die Katze uns heute vor die Tür gelegt? Jawohl, es handelt sich wieder um ein Mediabook und zwar nicht irgendein Mediabook, nein, von dem Film U-Turn aus den 90er Jahren. Und ja, dieser Film von Oliver Stone, an dem haben erstaunlich viele prominente Leute mitgemacht. Nur mal um so eine kleine Auswahl zu nennen. Wir haben Sean Penn, Nick Nolte, Jennifer Lopez und die sind quasi auch so in den Hauptrollen. Joaquin Phoenix in einer abgedrehten Nebenrolle, John Voight in einer ebenso abgedrehten Nebenrolle. Zusätzlich noch in einer ganz kleinen Nebenrolle die Liv Tyler, die ihr wahrscheinlich aus dem als Arwen aus Herr der Ringe kennt. Ja, so, da haben wir schon mal ein riesengroßes Aufgebot an Stars, also dahingehend und einen meiner Meinung nach ziemlich talentierten Regisseur. Aber was erwartet uns hier in diesem Film eigentlich? Sean Penn spielt einen Kleinkriminellen, der auf der Flucht vor der Mafia durch die Wüste Arizonas fährt und dort einen Kühlerplatzer bekommt und in einer Kleinstadt strandet, in der durchaus sehr spezielle Charaktere, auf die er dann trifft, leben. So viel zu dem Anfang ungefähr. Und das Ganze entwickelt sich dann in eine durchaus abgedrehte Art und Weise. Aber schaut euch den Film lieber selber an, ich möchte da nicht zu viel verraten. Und ja, ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal das Mediabook etwas genauer an. Und hier haben wir das Frontcover. Wir haben hier bei diesem Mediabook keine C- oder J-Card oder ähnliches dabei. Das wird quasi nur, ich habe es extra für euch aufgehoben, in dieser Folie eingeschweißt. Da seht ihr natürlich dann gleich die ganzen wichtigen Informationen, den FSK, sprich kein Aufkleber auf dem Mediabook, keine hässlichen Spuren etc. Wir sehen nur, wie vorhin schon angekündigt, quasi die ganzen, ja, Menschen, die hier mitmachen in diesem Film, also wirklich als Hauptdarsteller Sean Penn, Jennifer Lopez und Nick Nolte. Ein Film von Oliver Stone. Kein Weg zurück, U-Turn. Und ein U-Turn quasi ist ja hier auf dem Mediabook zu sehen. Also, also für die Leute, die nicht wissen, was ein U-Turn ist, haben wir das hier quasi nochmal in bildlicher Form. Und ja, das ist quasi auch so, so ein bisschen das gegenteilige Motto, wenn jemand, der hier hinkommt, der in diesen Ort, der schafft eigentlich selten den U-Turn. Ja, wir sehen hier den Sean Penn und die Jennifer Lopez auf dem Cover und das ist so, ja, in so einem leicht gelblichen, sandigen Ton gehalten. Das Mediabook sieht also ein bisschen so aus, als wäre es hier so in so einer Art, wie in so einer Leinenoptik. Das ist schon echt abgefahren. Hat auf jeden Fall seinen eigenen Style und das geht dann quasi, man sieht auch so ein bisschen über die Haare so, ne? Ihr seht da so ein bisschen das Muster hier, kann man so leicht erkennen. Das zieht sich, wie gesagt, über das komplette Mediabook und sorgt dann für so ein bisschen einheitlichen Look. Und ich muss sagen, ich stehe drauf. Also diese Farbkombination finde ich absolut abgefahren. Könnte meiner Meinung nach irgendwie auch so, geht so Richtung, ja, wie so ein Zombie-Film oder sowas, hätte ich jetzt gesagt. Für den würde so ein Cover auch ziemlich gut passen. Ich finde, er hätte mir vielleicht für diesen Film an sich noch so ein bisschen das, ja, es ist eigentlich hin und her gerissen, ne? Es ist eigentlich ein ziemlich düsterer Film, obwohl er halt in einer prallen Sonne spielt. Ist so ein bisschen so ein kleiner Kontrast in dem Film, aber dazu schon später nochmal mehr. Ansonsten, wie gesagt, halt nur hier vorne den Schriftzug drauf und das finde ich halt sehr schön, weil der ist wirklich sehr, sehr clean ist. Da muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Spine, sehen wir auch nochmal ganz kurz hier die beiden von Frontcover, finde ich ganz witzig. U-Turn, auch wirklich richtig gut lesbar und halt unten DVD und Blu-ray-Logo. Ja, hinten sehen wir hier nochmal so die Hauptcharaktere: John Voight, Joaquin Phoenix, Sean Penn und die gute Jennifer Lopez. Fehlt eigentlich nur noch hier der gute Nick Nolte, aber sonst
ja, alle mit dabei, die so ein bisschen größere Rollen in diesem Film spielen. Inhaltsangabe, nochmal kurz Zusammenfassung, gemein, düster, spannend und sexy und auch echt witzig. Ja, ein Meisterwerk von Oscar-Preisträger Oliver Stone. Und du hast Natural Born Killers gemacht, falls ihr euch gefragt habt, falls ihr den jetzt nicht so kennen solltet oder so. Wir gehen mal ganz kurz auf die Extras ein. Die habe ich mir natürlich angeschaut. Und ja, Audiokommentar vom Regisseur Oliver Stone und Audiokommentar vom Produzenten Mike Medavoy und Filmhistoriker Nick Redman. Ich muss zugeben, Audiokommentare, das ist so die einzige Sache, die ich mir nicht gebe, weil ich schaue den Film lieber und habe keine Lust, mir immer dazwischen quatschen zu lassen. Aber ich weiß, es gibt viele Fans von euch da draußen, die Bock auf Audiokommentare habt. Schreibt mir gerne mal dazu ein bisschen was in die Kommentare. Würde mich freuen, was ihr dann da so dran findet, warum, was ihr daran spannend findet. Vielleicht gebe ich mir dann wirklich mal... Ich habe immer noch einen Kommentar offen zu dem Miami Vice Mediabook. Verlinke ich euch gerne hier oben. Schaut da gerne mal rein. Da hat auch ein Zuschauer gesagt, dass ich mich nochmal melden soll, wenn ich da reingeschaut habe in die Audiokommentare. Ich habe es immer noch vor, ich habe es einfach noch nicht geschafft, aber es ist auf dem Plan. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Vorwort vom Regisseur Oliver Stone. Ja, ist wie gesagt eigentlich ein Vorwort zu dem Film. Würde ich mir aber an eurer Stelle, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, nicht anschauen, weil man wirklich schon viele Szenen auch aus dem Ende des Films in diesem Vorwort sieht. Also kann man es ja nachher mal kurz geben, geht nur 3 Minuten. Dann hatte ich hier Music-Only-Track und ich hatte mich gefragt, was ist denn ein Music-Only-Track? Ja, es ist wirklich genau das, was ihr auf dem zweiten Gedanken auch gedacht habt. Man hat hier die Möglichkeit, zwischen der Auswahl als Sprachspur nicht nur die Englisch-, Deutsch- und Audiokommentar-Tonspur zu wählen. Nein, wir haben hier auch wirklich eine Audio-Only-Tonspur. Das heißt, ihr könnt den Film im Hintergrund laufen lassen, es quatscht keiner dazwischen. Und es läuft aber trotzdem immer, wenn die Musik kommt, dann läuft Musik. Es ist absolut abgefahren. Habe ich so auch vorher noch nirgendwo gesehen. Ich weiß nicht, was man sich bei sowas denkt, wofür sowas gut ist. Ich könnte mir vorstellen, wirklich, wenn man das halt nebenbei laufen lässt, was ich ja eigentlich normalerweise nicht mache, aber wenn man einen Film schon 20.000 Mal gesehen hat und den so nebenbei laufen lässt, dann könnte man den auch wirklich einfach so laufen lassen und dann quasi einfach nur so die Musik dann dazu genießen, weil die ist ja wie gesagt, das sage ich erst am Ende, ja, ziemlich gut. Also von daher, schreibt mir gerne mal eure Gedanken zu Music Only in die Kommentare. Natürlich, klar, deutsch-englische Trailer, man kennt es. Und jetzt etwas, das ist schon wirklich Special Interest. Movies, Politics and History. Ein Gespräch mit Oliver Stone. Ein 90-minütiges Interview von einer Universität, geführt von so einem kleinen, lustigen Männchen, der da wohl schon Professor oder keine Ahnung was war, ist, habe ich wohl vergessen. Aber der führt ein 90-minütiges Interview mit Oliver Stone. Das ist schon wirklich interessant, aber auch zäh. Also man braucht ein bisschen Sitzfleisch. Ist halt wirklich ein, also ja, es ist ein interessantes Interview, aber es ist halt wirklich zwei Leute sitzen und unterhalten sich 90 Minuten lang am Stück und das auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Special Interest, aber ich finde es ziemlich cool. Dann, wie immer, die Bildergalerie. Fans gerne wieder in die Kommentare. Und ein 24-seitiges Booklet von Stefan Jung. Und das schauen wir uns gleich nochmal etwas genauer an. Kurze Bildausschnitte. Und ja, gesamte Komposition gefällt mir hier auch richtig gut und passt wunderbar in das Gesamtbild. Und jetzt apropos Gesamtbild. Ach, diese Überleitung wieder hier. Ne? Ich bin echt ein Überleitungsmonster. Guckt euch das an und ist das nicht genial? Also... Ne? Also es ist ganz minimal hier so ganz leicht raus, aber ja, das finde ich schon ultra sexy. Wir haben hier die Blu-ray und ihr könnt euch denken, was da drunter ist, nämlich genau das gleiche. Mit der Szene hier mit Jennifer Lopez und Sean Penn und ich muss sagen, das finde ich schon richtig stark. Also ihr merkt, ich bin schon so ziemlich gut begeistert. Wieder mal so ein schöner U-Turn hier, mal richtig schön aufbereitet in einer klassischen Version. Auf Abwägen, Oliver Stone, fiebriger Neo-Noir U-Turn von 1997, geschrieben von Stefan Jung. Und Stefan Jung ist echt ein talentierter Schreiber. Also wie ihr sehen könnt, wir haben hier ganz viel kleinen Text, der aber passend eingegliedert ist mit das Rot von dem Anfang hier, von dem U-Turn. Das zieht sich auch hier mit durch. Wir haben es in den Seitenzahlen drin und der schreibt wirklich, also das habe ich verschlungen. Das war echt spannend, was er hier alles geschrieben hat, hier der Joaquin Phoenix, auch übrigens hier schon so ein bisschen vorausahnt, denn er hat danach ja The Walk the Line gemacht und hier spielt er so ein bisschen so einen Rockabilly.
Das läuft auch schön Johnny Cash an seinen Szenen. Also das passt schon, schon ein bisschen Zukunftsvoraussagen gewesen. Und ihr sehen könnt, wir haben hier wirklich viel Text. Und der lässt sich, wie gesagt, richtig schön lesen. Beschäftigt sich mit dem Hintergrund des Films, drumherum, der Film an sich. Enthält natürlich auch Spoiler. Endlich mal hier der gute Nick Nolte. Wirklich auch in dieser Rolle echt ziemlich gut in diesem Film. Teilweise echt krass, wie der spielt. Habe ich so von ihm auch selten gesehen. Also das ist schon ziemlich stark und er hätte meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen öfter hier auf diesem Mediabook vertreten sein können. Ekelhafte Rolle, die er spielt, aber er spielt sie richtig gut. Jennifer Lopez, natürlich, das Covergirl ist natürlich auch öfter vertreten. Klar, Optik spricht natürlich für sich, aber zieht sie natürlich dann auch durch das gesamte Design durch. Ja, ansonsten nochmal ganz kurze Info hier und zu dem Stefan Jung. Ich möchte ihm jetzt hier Credits geben, also von daher Filmpublizist und wissenschaftlichen Hintergrund. Das sind die vier Wörter, die ich ihm jetzt hier quasi gebe. Aber der Mann hat hier echt einiges auf dem Kasten und schreibt mir gerne PM, ne? Wir können vielleicht mal einen Kaffee trinken. Nein, Spaß. Ja, auf jeden Fall super Typ und hier auch natürlich passend, sie nicht die Literaturverzeichnisse, die nicht Wikipedia sind, was ich schon mal ziemlich schön finde. Gibt ja andere Mediabooks, die machen sowas. Nichts ist jetzt nicht so verkehrt, aber gerade wenn man so Statistiken nimmt wie Filmografie etc., kann man da durchaus mal Wikipedia zugreifen. Aber der gute Mann hat sich wirklich hier beschäftigt mit einigen, ja, wirklicher Fachliteratur. Und das, wie gesagt, merkt man. Also hier wirklich, wer wirklich Mediabooks zum Lesen hat, ja, der kommt hier auf seine Kosten. Quasi am Ende nochmal so ein Outro wie am Anfang. Man with no ethics is a free man. Und ja, trifft so ein bisschen die Kernaussage des Films, weil hier wirklich keiner, der in dem Film irgendwelche ethischen, ja, Grundsätze hat, an die er sich hält. Und hier hinten, ich will ja nicht sagen, ne, aber das passt wie der A auf den Eimer. Ne? Das ist also Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das passt wirklich so unfassbar gut. Und ihr könnt natürlich denken, was da drunter ist. Aber diesmal hier, in diesem Fall hier, passt es wirklich hundertprozentig zusammen. Der Übergang ist wirklich perfekt. Also wirklich perfekt. Kommen wir nun zur Bild- und Tonbewertung. Wir fangen mal als allererstes mit dem Bild an. Das ist meiner Meinung nach eigentlich durchweg gut. Wir haben bei Landschaftsaufnahmen teilweise ein Filmkorn drin, dass es ein bisschen am Rauschen ist. Aber ansonsten bei zum Beispiel Nahaufnahmen ist das Bild wirklich knackenscharf. Wir haben hier zum Beispiel eine Szene, in der die Kamera ganz nah auf das Auge von Jennifer Lopez zoomt und das sieht wirklich richtig spitze aus. Auch Jennifer Lopez Auge ist auch. Ne? Aber das nur so am Rande. Die sieht irgendwie sehr gut aus in dem ganzen Film, also das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, ohne jetzt hier zu oberflächlich zu wirken. Ja, aber der Ton. Wir haben hier eine 5.1 DTS-Tonspur, eine HD-Tonspur und der Sound ist auch wirklich gut. Sound, das ist glaube ich auch so das richtige Stichwort. Wir haben hier Musik von dem wirklichen Godfather Ennio Morricone und das hört man. Also der Soundtrack ist so gemischt zwischen moderner Musik, klassischer Musik, also Oldies, amerikanische Oldies natürlich, und dieser von Morricone bekannten Italo-Western ähnliche Musik, die aber wirklich wunderbar zu der flimmernden Hitze der Wüste Arizonas passt. Und das geht dann wirklich so eine fiebrige Symbiose ein. Dazu gleich dann nochmal mehr im Film, in der Filmbewertung. Und ja, ich muss sagen, das fetzt schon ordentlich. Die Musik ist knackig, die Dialoge sind super von der Verständlichkeit. Und ja, es gibt eine Szene, in der auch richtig geschossen wird und da hat der Subwoofer auch richtig Wumms gemacht. Das hast du gemerkt, da war richtig Intensität drin. Das war schon ziemlich stark und hat mich durchaus begeistert. Was ich nicht ganz so gut fand, die hinteren Lautsprecher wurden relativ wenig bedient. Das heißt, wir haben mehr so die Kulisse nach vorne gezogen. Ist jetzt nicht schlimm, aber ich stehe halt auf raumfüllenden Klang und ist natürlich so eine Präferenz. Wenn ihr sowieso nur Stereo bei euch zu Hause habt, ist es eh egal. Die Filmbewertung. Wie fand ich diesen Film? Also, er ist wirklich absolut durchgeknallt und so eine Mischung immer zwischen düster, komisch, traurig, ernst und man lernt in diesem Film sämtliche seltsamen Charaktere kennen, die wirklich alle durchaus anders einen an der Marmel haben.
Und ja, diese Charaktere machen aber trotzdem in dem Sinne Spaß, nicht als Unterhaltung, sondern weil sie einfach quasi so schön anders sind. Der Mechaniker, denkt an meine Worte, absolutes Highlight. Richtig schöner, durchgepeitschter Hillbilly. Aber genau, das Gesamtbild ist dann durchaus fiebrig. Wir haben teilweise auch wirre Schnitte dann so, wenn dann quasi noch ein bisschen diese, ja, das noch so ein bisschen diese Hitze unterstreicht, die man quasi dann mehr oder weniger regelrecht fühlt. Für wen ist dieser Film was? Also für Filmbegeisterte, die gerne Referenzen auf andere Filme, die gerne Filme genießen, die sich gerne von Filmen überraschen lassen. Denn in diesem Film hier, so ist es zumindest mir ergangen, gab es nicht einen Charakter, den ich sympathisch fand. Im Grunde genommen sind nämlich hier alle schlecht und niemand ist irgendwie erst später verdorben worden, sondern im Grunde genommen sind alle schlecht. Auf ihre Art und Weise, wo man sich gerade mal wieder denkt, naja, ist ja eigentlich schon wieder ganz sympathisch, der und der Charakter. Und dann macht er wieder irgendwas, wo man sich denkt, ach, der Schande. Ja, aber so fühlt es einen durch den ganzen Film und es nimmt einen irgendwie mit und man wird trotzdem dann so, ah, und fühlt dann hier mit und so. Also das macht schon durchaus wirklich Spaß und ist wirklich mal ein Film außerhalb der Reihe, der wirklich auch mal unterhält und ja, ich möchte mal sagen, der einen überrascht, ja, durch durchaus unerwartete Szenen und unerwartete Charaktere. Kommen wir zum Fazit hier von diesem Mediabook. Inhaltlich top, wir haben einen guten Film, ist ja auch nicht immer so, ne? Aber wir haben einen guten Film, Cover gefällt mir, Extras sind gut, Bild und Ton auch, also meiner Meinung nach, wenn ihr auf einen neuen Film-Noir-Film aus den 90er Jahren Bock habt, dann kommt ihr an diesem hier nicht vorbei und das auch noch in einem schönen Mediabook. Meine Empfehlung geht raus. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare weiter unten, hier so unten drunter. Wenn ihr übrigens Bock habt auf andere schöne Mediabooks, dann schaut gerne mal hier oben vorbei. Da habe ich zum Beispiel noch die Special Edition von Dune reviewed. Ein wirklich krasse Sonderedition. Also wenn ihr von Wüste nicht genug bekommt, schaut gerne dort mal vorbei. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.